Guten Abend, es ist 21.15 Uhr. Wenn ich das mal sagen würde, hätte ich ja auch nicht gedacht, es ist 21.15 Uhr und es ist Uhligstille Örtchenzeit sozusagen. Ich hoffe, dass ihr einschaltet, weil ich kann ja um 22.15 Uhr heute nicht. Wen sehe ich denn da? Die Ute Fause, ich grüße dich. Carla Knoblauch, grüß dich. Wie schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist eine veränderte Zeit, das wird viele wahrscheinlich. Bettina Tietjen, ich sehe dich, schau mal. Wie schön, dass ihr da seid. Hier ist alles ein bisschen improvisiert. Ich sitze tatsächlich das erste Mal nicht auf dem stillen Örtchen. Ich zeige euch gleich, wo ich sitze, aber ich habe zumindest mein Pad dabei, was natürlich auch den Geist aufgegeben hat, um den Jingle anzuspielen. Aber jetzt habe ich es aufgeladen. Und die Maskenbildnerin hat gesagt, ich darf den Faszinator nicht aufsetzen. Das mache ich aber gleich trotzdem. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulis stillem Örtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Ja, guten Abend, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ulis stillem Örtchen. Es ist heute ein bisschen anders als sonst. Es war erstmal das Problem, dass hier überhaupt kein Netz ist, wo ich bin. Ich bin im Studio in Köln, weil gleich eine Sendung aufgezeichnet wird um 22.15 Uhr, die ist auch live, deshalb bin ich heute früher Stern TV sozusagen ein Talk um verschiedene Themen, die jetzt im Moment aktuell sind. Und ich und der Joachim Lambi sind im Prominentenpanel, ich weiß gar nicht, ob ich prominent bin, aber da sind wir auf jeden Fall und reden mit. Und die Frau Ludewig und der Nikolaus Blume werden das moderieren. Und es ist sehr spannend alles und ich bin auch schon ein bisschen sehr aufgeregt. Und jetzt schaut mal, also man hat mir dann diesen Raum zur Verfügung gestellt. Ich sitze sozusagen in irgendeinem Technikraum hier, wild, damit ihr mal seht, wie improvisiert das Ganze ist. Aber das ist ja völlig egal. Hauptsache, wir sind da, oder? Jetzt setze ich heimlich den Faszinator auf. Ich habe doch so einen schönen. Und ich glaube, meine Maskenbildnerin kann gar nicht zuschauen, weil das WLAN da hinten in dem Maskenraum so schlecht ist. Ja, also ihr Lieben, erstmal wollte ich euch eins sagen. Vom Ferdinand Seebacher soll ich euch sehr grüßen. Der kann heute leider nicht. Ich darf hier auch heute nicht so lange. Wir dürfen nicht überziehen. Um Punkt Viertel vor muss ich leider abbrechen, weil dann muss ich ins Studio, dann muss ich verkabelt werden. Und dann hoffe ich aber, dass ihr um Viertel nach 10 alle live rübergeht zu RTL. Und mir danach schreibt, wie es euch gefallen hat, weil es ist ja dann noch mal was anderes, wenn man sozusagen vom Millionenpublikum sitzt und aber kein direktes Feedback habt, wie ich das jetzt von euch habe. Das ist ja immer sehr schön und da weiß ich es nicht. Und deshalb bitte ich euch, wach zu bleiben, die das können, und mir danach zu schreiben, wie es euch gefallen hat. Dann wollte ich sagen, ihr habt ja gesehen, ich habe das stille Örtchen wieder freigestellt sozusagen für alle. Ich habe mehrere Zuschriften gehabt von Leuten, die mich gebeten haben, das zu tun. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu tun. Sozusagen, ihr habt es also wieder frei. Wer allerdings dennoch mich unterstützen möchte, kann das bei YouTube gerne tun. Er kriegt nur nichts mehr dafür. Er kann 1,99 im Monat zahlen und unterstützt einfach die Kunst, wovon dann, glaube ich, 97 Cent bei mir hängen bleiben, weil den Rest schluckt die Mehrwertsteuer und YouTube. Ja, und ansonsten, schaut mal, wie verändert ich aussehe, oder? Ist doch krass, oder? Klar habe ich falsche Wimpern drauf. Seht ihr das? Schau mal, du siehst es nicht, weil das natürlich von oben, seht ihr? Ich meine, das ist schon, das kann ich übrigens nicht selber. Da muss ich euch ganz klar sagen, das kann ich nicht selber so mich schminken. Das hat auch gute anderthalb Stunden gedauert, fast zwei, weil ich so rumgezappelt habe die ganze Zeit. Ja, und ansonsten, also da bin ich heute, wir sind heute hierher gefahren nach Köln, weil ich mich ja, der Herr Karl hat in Düsseldorf gelesen. Sozusagen heute Abend. Und das war durch Zufall. Also er hat in Düsseldorf eine Lesung gehabt und ich habe halt hier heute Abend den Auftritt und somit sind wir gemeinsam gereist. Und er hat sich aber nicht von seinem Platz wegbewegt, wie ich getanzt habe, weil er es, glaube ich, ein bisschen peinlich fand. Aber das ist ja wurscht. Ich hatte den ganzen Zug für mich und ich war aufgeregt und ich habe gedacht, jetzt muss ich das alles mal raustanzen. Jetzt habe ich viel geredet, oder? Mina Tanda. Das ist ganz, ganz lange her, dass wir zusammen gedreht haben. Das ist eine ganz tolle Kollegin, Frau. Und wir waren eine Zeit wirklich befreundet. Das sind wir wahrscheinlich immer noch, wenn uns nicht die Wege einfach auseinander getrennt hätten und jeder von uns Familie bekommen hat und man einfach weit auseinander ist. Aber wenn wir telefonieren, dann freuen wir uns immer total. Und es ist wahnsinnig toll. Es ist eine wahnsinnig tolle Frau, die jetzt kommt. Und ich hole sie mal rein, damit wir von der schönen Zeit mit ihr, was ich immer so rede, das könnt ihr ja an anderer Stelle auch verfolgen. Euch die Mina Tanda. Und da geht es gar nicht so gut heute Abend. Ich habe gerade. Hallöchen! Hallöchen! Wie schön! Oh, warte mal, das ist mein allererstes Live. Ne? Wirklich?
Ja, ich muss jetzt mal gucken, weil ich glaube, sonst bin ich abgeschnitten. Warte mal. Du Oh. siehst mega aus, Mina. Was? Du siehst sensationös aus, würde ich mal sagen. Mina, ich war 2 Stunden in der Maske. Wenn dann nichts geht, wann dann? Naja, komm, ich Weißt bitte du? dich. Ja, Das naja, weißt du du musst doch. jetzt so ein bisschen ohne meinen Haaransatz leben, ist vielleicht auch Das besser. ist nicht schlimm, weil die Kommentare kommen ja seitlich über dich. Mina, erstmal möchte ich sagen, dass sie sieht aus wie 1999, schreibt jemand. Das war nicht. Tja, aber das schönste Foto habe ich nicht gefunden, wo wir so betrunken waren. Das darf ich doch jetzt hier Oh, sagen, im das Rahmen darfst du unseres Foto sagen. Das 15. darfst du sagen. Das können wir, das, um diese Uhrzeit kann man das besprechen. Also, die Mina Tanda und ich haben vor, wirklich, um das erstmal zu erklären, bevor wir auf die schlimmen Dinge des Lebens eingehen, die Mina Tanda und ich haben vor, hieß es nicht dann später, wen küsst die Braut? Ja. 2002 war das. Das war wirklich genau 20 Jahre und wir haben im Februar angefangen. Also wirklich fast auf den Monat genau 20 Jahre. Wirklich, und es ist, und wir haben gedreht, Mina Tanda, ich und Angela Dann Dritter. Sandritter und unser lieber Freund Marco Girnt und Henning Baum. Ja. Und einer seiner ersten TV-Rollen, glaube ich. Nein. Hat er Nee? nicht vorher schon Sinan Toprak gedreht? Ah, kann sein. Kann sein. Ich muss ein bisschen ölen. Entschuldige. Ja, okay, dann das, aber bevor wir da, dann, ne, öl du mal, weil anderes Thema. So, und dann haben wir zusammen gedreht und ich möchte euch da was Lustiges sagen. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, bevor wir, also wir drehten und wir hatten eine Szene, wo wir deinen Junggesellenabschied feiern. Und warum haben wir denn da tatsächlich, das macht man ja normal nie, warum haben wir denn echten Alkohol eigentlich getrunken? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, wir haben uns verdammt gut verstanden und fanden das eine Spitzenidee. Wir waren Wir ja waren noch auch noch jung. jung. Wir waren. Ab vormittags, wo, und zwar weiß ich das noch, am Wiener Platz Ach, in diesem. wirklich? Ja, das war am Wiener Platz und zwar haben wir gedreht, unten in den Katakomben vom Wiener Platz, in diesem Brauhaus haben wir gedreht und dann haben wir uns betrunken in der Früh und dann kam Henning Baum, der uns ja, weil der ja echt dein Ehemann sein sollte, du hast dich aber ja in Marco Gönn verliebt, das war sehr lustig, der kam rein, das werde ich nie vergessen und dann bin ich auf den zu halb betrunken und habe gesagt, wir haben zusammen das Casting und dann hat er gesagt, was denn? Und dann habe ich damals gesagt, für Herz und Handstellen hat er gesagt, und hat er gesagt, aha, die habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Das ist aber uncharmant. Das ist aber uncharmant. Der war Ja. uncharmant. Henning kann auch uncharmant sein. Er kann wahnsinnig charmant sein, aber er Ja. kann auch uncharmant sein. Ja. Und Sehr dann haben wir einfach schön. eine Wahn. Hast du Oh. Fotos? Bitte zeig mal Ja, Fotos. pass auf. Also, warte mal. Ich habe leider das Und Foto. wir Es sind. gibt dieses schöne Foto, aber ich glaube, das habe ich irgendwo Da in hatte ich auch diesen Blumen im Schlitzen. Haar. Richtig. Und da haben wir alle drei so gelacht, aber leider haben wir es nicht. Aber guck mal, das finde ich ganz süß. Wie lieb du da deine Freundin tröstest. Guck mal, Ja, dürr ich da ja. war. Siehst du meinen Hals? Mach mal ein bisschen höher das Foto. Ja, Mach mal ja. höher und näher. Schaut mal bitte. Ja. Schaut euch. Minchen. Und du Ja. hast noch Babyspeck im Gesicht. Schau Ja, mal. irgendwie, den hatte ich lang, ja. Wie alt bist du jetzt? 43. Hey, du bist auch noch jung. Hast du noch ein Foto? Ja, warte, pass auf. Also einmal hier, guck mal, da hat es einen wunderschönen Look. Siehst Sag mal, was hat uns denn da geritten? Wir waren doch so du? Fans von diesem Barry. Ja. Und das sind, glaube ich, auch die Ausläufer von so Spice Girls und so, weißt du, das Wir war das waren Styling. schrecklich. Wir waren so Ja. schrecklich. Ja, aber schau mal, das möchte ich dir gerne auch noch zeigen, bei wem wir da in der Sendung waren. Weißt du, wer das ist? Arabella. Arabella Kiesbauer. Richtig. Die hat damals auch mitgespielt. Entschuldigt, das ist für euch vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist Ja. wirklich absurd, weil wir, so wie bei du. So, und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren danach. Nee, dann waren wir erstmal relativ eng. Dann waren wir Ich auf dem war. Fernsehpreis zusammen. Ja, Ich habe oh, bei dir da übernachtet. reden wir jetzt aber nicht drüber, meine liebe Nee, Leute. Nee. nee. Das war Das nicht so lassen wir mal schön. so Also mit stehen. uns war super, aber. Da reden wir nicht drüber. Da reden wir überhaupt nicht drüber. Weißt du, dass Mina, wir. meine Mutter und deine Mutter sich kennen? Hast du das noch mitgekriegt? Oder ist das erst Jahre später rausgekommen? Ja, aber Wirklich? ganz flüchtig. Oder meine Mutter kennt deine nur, weil sie. Wie auch immer da mit Theater zu tun hatte und so. Ja.
Ach, das müssen wir aber an anderer Stelle auch noch mal vertiefen. Ja, muss ich dir mal jetzt privat sagen. Das müssen wir mal privat vertiefen, was mit den unseren Eltern ist. So, jetzt möchten wir mal ein heißes Thema anschneiden, warum du so, und da, nur mal damit ihr mal wisst, was freiberuflich grundsätzlich heißt. Für einen Künstler heißt das selbst und immer, weil Frau Tander sitzt gerade in Berlin und hat Corona. Ja. Trotz geimpft. Und es geht dir heute wieder besser, aber es ging dir schon schlecht, oder? Ja, vorgestern war es schlimm. Also mein Mann ist ja auch geimpft, der hat es auch. Ja. Wir haben es alle. Und ja, also der erste oder der zweite Tag war echt heftig. Also da dachte ich, hui, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber angeblich müssen wir es ja fast alle bekommen, aber trotzdem geimpft sein, damit es irgendwann ein Ende hat. Aber ist es, würdest du sagen, es ist so, weil du spürst und schmeckst auch nichts? Doch, doch, nein. Ich habe Omikron, schätze ich mal, und da ist es Gott sei Dank ja mit Geruchs- und Geschmacksverlust nicht so das Thema. Und also ich merke halt meine Stimme, was super ist, weil ich habe heute noch ein Online-Casting gehabt. Und ich dachte, ich hatte heute Morgen noch gar keine Stimme. Ich habe aber sehr viel Thymian-Tee, du kennst die ganzen Tricks, zu mir genommen. Und genau, also das war mit das Heftigste und eben am ersten Tag, das Fieber war schon Hast du richtig hoch. Fieber gekriegt? Das kriegt man ja selten. Aber ich bin auch jemand, ich fieber schnell hoch. Ja? Ich bin so ein Kind. Ich habe gerne auch mal fast 40 Fieber. Und hast du sofort gewusst, dass du es hast? Hast du es geahnt? Erst hatten es die Kinder. Und wir wissen auch von wem. Und der Witz ist, die Leute, von denen wir es haben, geimpft, getestet. Wir haben uns eine Woche lang jeden Tag getestet. Wir haben Abstand gehalten und wir haben es trotzdem bekommen. Nein. Wie, du hast Abstand von den Kindern gehalten? Ja, aber unsere Kinder natürlich, naja, wie Kinder so sind, nicht wirklich Abstand gehalten. Aber sich jetzt auch nicht abgeschleckt und so ging es dann halt. Aber ja, ja. Du kannst gar nicht mit Kindern zu Hause, wie willst du das machen? Die wollen ja, ja dann schmusen und sowas. Das kannst du ja nee, aber wir dachten, wir wären so wahnsinnig vernünftig und ach, man hat sich so ewig nicht gesehen und jetzt macht man es und man testet sich und man ist geimpft und so weiter und es ist dann trotzdem hat es. Ja, ja, das ist eben das, ne? Der Trugschluss, ne? Also das ja. Irgendwie, ich habe auch die Diskussion zu Hause, weil du jetzt, eigentlich musst du ja wieder die Kinder richtig beschränken. Ja? Ja. Und die haben ja eh schon viel mitgemacht und eigentlich, ne, jetzt sind wir geimpft. Und trotzdem habe ich einfach, also jetzt unabhängig davon, wenn ich nicht geimpft wäre, könnte ich ja nicht mehr arbeiten. Ja, ja, das ist ja das ist sowieso klar und ich bin ja auch total pro Impfung. Aber das Problem ist natürlich, dass wir die Kinder nicht mehr schützen können. Mhm. Ja, also weil die wollen sich ja dann doch, und selbst wenn du sagst, nur eine Person treffen, aber diese eine Person, weil irgendwann musst du sie ja ein bisschen freilassen und ich meine, die waschen sich die Hände alles, aber das nimmt natürlich jetzt gerade, egal mit wem ich telefoniere, in Berlin oder was, ja, das nimmt ja so eine Riesenschleife. Ja, ja. So, also hat eine Welle, richtig stark. Also wirklich bei uns auch im Freundeskreis. Vorher kannte ich, ja, entfernt und ein Freund hatte das mal vor einem Jahr und plötzlich, bam, ja, ja. Und jetzt seid ihr aber alle 2 Wochen quasi komplett zu Hause. Ja. Es fing ja dann am Dienstag an eben mit den Kindern. Und ich hab am Freitag gesagt, ich komme mir schon vor, als wären die 2 Wochen um. So, da ist doch so eine Klogeschichte, mein Schatz. Ist doch nicht schlecht. Da hast du mal das Gefühl, du bist wieder in der Freiheit. Richtig. Weißt du? Richtig. Ja? Nicht so ab vom Schuss. Das ist... Ja. Oh, Mina, wir müssen dringend das Foto machen. Schau mal bitte. Ja. Schau mal bitte. Komm mal, du musst jetzt, Schatz, du musst jetzt nach oben kommen. Also, guck mal, da geht doch was. Schau mal. Wow, entschuldige. Wir sehen ein bisschen zusammen aus wie Cruella de Vil. Wahnsinn, was hast denn du für gerade Zähne? Das habe ich damals schon bewundert. Dankeschön. Du weißt, ich glaube, ich hatte Weisheitszähne. Oh Gott, das ja. Hast du dir ziehen lassen, oder was? Nee, achso, ihr Lieben, fotografiert das bitte noch einmal. Das muss ja fotografiert werden. Ja, 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 warte. Und das bitte nachher in die Storys rumschicken, wer das noch nicht weiß. Und die Mina und mich verlinken, das ist total schön, dann sehen wir das. Wir sehen wirklich aus wie Cruella de Vil. Entschuldigung. Doch, ich habe das Gefühl, wir haben mit irgendjemand Ähnlichkeit. Schreib doch mal, mit irgendjemand hat das doch totale Ähnlichkeit. Und zwar nicht mit uns. Aber wir sehen tatsächlich aus wie eine Person. Das ja. Ist ja auch bei allen so, ne?
Das, nee, also, das, ich bin gerade auch ganz. Können wir es noch einmal machen? Ich bin gerade, ja, obwohl wir gar nicht die Zeit haben. Aber guck dir das mal an. So. Warte, mach dem so. Die Haare mal. Ja. Warte. Du musst hoch wieder. Ja, du musst den Kopf nochmal kippen. So? Mein Ohr ist rausgefallen. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Oh, ist das krass. Ich rufe dich jetzt immer an und wir machen immer so Fotos. Das ist ja total krass. Entschuldige. Krass. Wir sehen aus wie ein echter Mensch. Wir sind ein echter Mensch. Ja, ja. Wir waren es ja schon vor 20 Jahren quasi. Echt? Da waren wir ja schon zusammen. Amina, wir müssen uns dringend treffen, wenn du wieder gesundet bist. Ja. Und ich. Ja. Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik. Lügenfragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemach. Hier schreibt gerade jemand Rachel Weiss und Ornella Mutti. Ich finde, du siehst aber so schon aus wie Ornella Mutti, meine. Oh nein, nur mit dir. Natürlich. Sophia Loren, das nehme ich gerne an. Mina, du hast 7 Fragen aus 77 oder aber Corona-bedingt 6 Fragen aus 77 und eine von der intimen Liste 1 bis 16. Wobei Oliver Vnuk, den ich gerade im Chat sah, sagte, meine intime Liste wäre so ein bisschen was für Langweiler. Hast du das, Olli? Ungefähr so hast du das, glaube ich, gesagt. Nicht für Langweiler, aber nicht. Die wären nicht so richtig intim. Ich finde sie wahnsinnig intim, die Fragen. Ich habe sie auch gesagt. Okay. Ich nehme das mit dem. Ich bin das Intime. Jetzt bin mit, ich ne, mit der einen Frage. Jetzt hast du aber erstmal 7 aus 77. Mhm. Bitte eine Nummer: 27. 27. Für wen hast du denn als Teenie besonders geschwärmt? Verschiedliche, wie meine Tochter immer gesagt hat. Und zwar, ich war New Kids on the Block Fan, I'm sorry. Oh. Ja, ich kann step nicht lügen. Step by step, oh baby, ooh, gonna baby, get to your girl. Step one. Richtig, war auch 2 Konzerten. Also es war, glaube ich, so die dunkelste Fanstunde. Ja. Aber für wen noch? Für wen noch? Na, ich war Julia Roberts Fan, aber nicht so love-mäßig, sondern ich fand die einfach nur großartig. Die fand ich auch toll. Oder? Großartig. Wann war der nochmal? Entschuldige, Pretty Woman, war das 88 oder 90? Nee, es muss 90 gewesen sein, weil da durfte ich noch nicht in dem Film, weil ich noch keine 12 war. Aber ich war jetzt nicht 8 oder so. Genau. Entschuldige, 90 warst du 12? 11 war ich da. Ja, du wurdest 12. Ich wurde ja 15. Ich bin im Dezember. Ich bin ja gerade erst 30. Ich wurde ja 15. Ich glaube, Pretty Woman war 90, aber war nicht, wie hieß denn das, mein Lieblingsfilm Dirty Dancing? War der nicht 88? Das kann sein, den habe ich nicht im Kino gesehen. Habe die Wassermelonen getragen? Ihr Lieben, war das 88? Das war der erste Film, wo ich meine Mutter habe weinen sehen. Ach. Und das war mir nur peinlich. Ist das nicht wirklich gemein? Wie brutal Kinder sind, ne? Ja, Kinder sind schrecklich. Ja. Und das Schlimme ist, geht dir das nicht auch so, wenn du heute deine Mutter siehst? Ne? Also meine Mutter hat mich ja jung gekriegt. Das heißt, wie ich, also jetzt, so alt wie ich jetzt bin, 46, war ich schon 23. Oh ja. Das heißt, wie ich 11 war oder 12, war meine Mutter 34. Oh, ja, meine Mutter kam mir steinalt vor. Und manchmal denke ich jetzt, wenn so Freunde von meinen Jungs kommen, denke ich so, hello boys. Und die sehen die alte Schrapnell vor sich. Verstehst du? Und ich denke, ich bin so total fesch und so eine jugendliche Mom. Gar nichts. Ich bin so. Gestern hab ich mit einem gestritten am Telefon und dann sagt er, ah, Frau Uhlig. Und ich sogar, Frau Uhlig. Weißt du, so richtig, Frau Uhlig, darf ich denn jetzt nicht mehr kommen? Dirty Dancing war doch nicht 85, entschuldige. Dirty Dancing 87. Nein, der war später. Nein. Also das bitte schreibt nochmal. Das ist 88 im Kino. Wie wäre es denn damit? Warte, sorry. Dirty Dancing lief Ende 87, Pretty Woman 90. Aha, also okay. Aha. Seid ihr euch sicher? Oh, Pretty Woman. Walking down the street. Wenn sie immer sagt, ich hätte gerne, mein Traum ist das weiße Pferd mit den Rosen. Ja, und das sind noch Liebesfilme, die hast du doch heute gar nicht mehr. Nee, das stimmt.
Es hat immer alles Fäkalhumor in den letzten Fürchterlich. Und 10, 15 ganz Jahren. wenig sowas, wo man einfach sagt, lasst uns romantisch. Gut, nächste Frage, Herz. Ja. 34. 34. Welches Buch hast du als Kind am liebsten gelesen? Tatsächlich Ronja Räubertochter. Ja, ich wollte Und mein erstes Kind Ronja nennen. ja. Und dann kam mir eine Freundin zuvor. Heute bin ich ganz froh, die hat vor, warte mal, die hat, wo ich habe eine Kind, die hat schon vor 20 Jahren ein Kind gekriegt und die hat es Ronja genannt. Und Ah, ich habe ja. immer gesagt, ich nenne mein Kind Ronja. Und dann hat die das genannt und dann bin ich heute ganz froh, dass der Kelch an mir vorüberging, muss ich sagen. Ja, es geht Weißt du? nämlich auch. Ja, nee, verstehe ich total. Ne, einfach, weil es war, ne, aber Ronja Räubertochter war toll. Genial, auch der Film, den hast du sicherlich Ja, auch gesehen. oh, da hatte ich richtig Schiss. Oh, da mit diesen Weißen. Mit den Brüsten. Oh, schrecklich, wie hießen die denn noch? Gehen mal so, mach das nicht nach. So, da fordert mein Kind Bildschirmzeit an für irgendwas, was ich jetzt nicht geben kann, weil wir sind leider im Live. Ne, ist klar, man ist nicht zu Hause, ne? Der Papa kann es nicht richten und man fordert bei der Mama mal Bildschirmzeit an. Ronja, hast du noch eins? Kannst du dich noch an eins Ja, erinnern also oder ich war mochte Ronja war? sehr die Unterirdischen. Das wird gar nicht mehr aufgelegt. Ich habe das nochmal versucht zu bekommen. Ich habe es Gott sei Dank einmal noch da. Ich wollte es verschenken, es gibt nicht mehr. Von Angela Sommer-Bodenburg, die den kleinen Vampir geschrieben hat. Und das ist ein ganz, ganz In schöner Titel. Lumpi war ich verliebt. Ja, oh, der war aber auch hot. Hot. Oh, der war Ja. hot. Ja, Boah, ja. war der hot. Ja. Ich meine, wie alt mag der damals gewesen sein? 30 Ich habe oder nachgeguckt, so? weil meine Tochter hat von meiner ganz alten Schulfreundin die DVD bekommen, ganz süß, vor ein paar Jahren. Und der muss da irgendwie so Ende 20 gewesen sein. Der war hot. Und der Nein, war der eigentlich Lumpi war Rockstar. nicht Ende 20. Ach, Der der war Lumpi ist doch 60. der hotte Bruder. Oder? Der Ja, aber der hotte Bruder, Bruder der war doch nicht Karl-Bruder. 28. Ja, Natürlich, der gut, mit den Haaren so hoch. vielleicht war er Neulich habe ich zu 22. Herrn Dann ist für Karl mich alles das gesagt, gleiche Alter inzwischen, muss ich nein, natürlich sagen. neulich habe ich zu Herrn Karl gesagt, du siehst auch aus wie Lumpi. Der hatte so längere Haare und der Lumpi hatte die doch so nach hinten, weißt du, der Ja. hatte die doch, oh, der ist doch dann so gekommen und hat diese Haare so und kam so, den fand ich so, oh, der war doch nicht 28, Mina. Und dann war der 22. Für mich Eltern ist waren das doch älter. 28. Meinst du älter? Aber vielleicht ist das der gleiche Jünger, der war Effekt. höchstens 16, Lumpi. Ihr Lieben, wie alt war denn bitte Das Lumpi? möchte ich gerne wissen. Das möchte ich. Wie Lumpi. alt war Lumpi? Und ich war in Atreo verknallt, von der Wer hat ihn? unendlichen Geschichte. Ja, nee, den habe ich zu spät gesehen. Das Ja? war quasi nach meiner Schwarmzeit. Verstehst du, was ich meine? Mina, wir müssen weitermachen. Oh Gott, wir Entschuldige. haben nur Oh noch Gott, 7 Minuten für mal fünf bitte. Nächste Fragen. Nummer. Nächste Nummer. Wir kommen Vier. total, die Ich hängen gehe mich jetzt hier nochmal gleich ab. zurück. Ich gehe jetzt nochmal zurück. 4. Warum denn 4? Du hast ja bis 77. Na gut, okay. 45. 45, kannst du ja immer diese Anfangszahlen da. 45. Wenn du ein Tier wärst, welches möchtest du denn sein? Ich bin ganz klassisch ein Pferd. Oder ein Löwe. Ja. Klassisch Pferd oder Löwe. Ja, das können wir so stehen lassen. Da können wir uns ja Bilder machen. Weiß zwar Richtig. nicht, mit der Mähne vielleicht. Gut, nächste Frage wird. Ja, Na sind so. komm. So, wie heißt sie, die Black Beauty mit diesen Haaren? So. Oh, die fand ich auch toll. So. Nächste Frage. 53. Welches Musikinstrument möchtest du spielen können? Oh, ich möchte endlich mal richtig Gitarre spielen. Ich habe angefangen, ich bin wirklich nicht gut. Und ich weiß nicht, das kannst du als Künstler verstehen, wenn man etwas, weil man will eigentlich alles gut können, was in Richtung künstlerisch geht. Und ich kann das einfach nicht besonders gut. Ich muss mehr üben und das würde ich gerne jetzt einfach schon besser beherrschen. Ja, aber Bin nicht naturbegabt. du spielst Gitarre, du Ja, spielst. ich lerne Gitarre mit meiner Tochter und wir haben die netteste, geduldigste Gitarrenlehrerin der Welt, aber eigentlich jeder andere hätte uns schon, oder mir schon längst den Kopf abgerissen. Also mit 14 wird gerade geschrieben, wurde Lumpi Vampir. Ach so, Oh, na ich. da steht aber, Lumpi war bei den Dreharbeiten So. schon 28. Nein. Nein. Wir haben ist ein erwachsener Mann gewesen. Ich war in einen erwachsenen Mann verknallt? Ja,
Aber weißt du, in wen ich auch verkleidet werde? Ich weiß, wir haben nur noch 5 Minuten. Patrick Bach bei Anna. Ganz schlimm. Nein. Doch. In den war ich so verliebt. Ich habe es Patrick mal erzählt. Ich habe ihn Nein. verkleidet mit ihm. Ja. Oder habe ich es ihm erzählt? Nee, ich habe es mal nur Lubowski heißt er, ne? Deshalb ihm habe ich es erzählt. Aber Patrick habe ich es gar nicht erzählt. In den war Mina, ich. er heißt Jim Gray. Den müssen wir googeln. Jim Ja, Gray. ja, Der heute aus. Das machen wir heute Nacht. Wenn ich die Sendung gleich gemacht habe, dann machen Oh wir Gott, ja, das. warte schnell. Okay, auf jeden Fall, ich war sehr in Patrick Bach verliebt. Das war, glaube ich, mein allererster Schwarm. Also, und der weiß es. Nee, der weiß es gar nicht. Das stimmt nicht. Der weiß es vielleicht jetzt, aber der weiß es eigentlich nicht. Ich Nee. werde ihn einladen und ich werde ihm sagen, dass du in ihn verknallt warst. Das werde ich ihm sagen, das werde ich Patrick Bach sagen. Du wirst es erfahren. Das werde ich, wenn nicht, wenn der kommt, dann hole ich dich dazu. Nina, Gott, die Zeit rennt. Sag mir eine Nummer. Schatzilein, du heute Corona, ich in Zeitung, wir machen das dann einfach nochmal Ende des Jahres, oder? Da machen wir es so richtig in Ruhe Sehr und gut. da holen wir uns diese ganzen Männer dazu. Da holen wir uns den Das Marco wär's. Gürnt, da holen wir uns den Henning Baum, da rufen wir den Lumpi an, den wir nicht Den kennen, da rufen wir Patrick Bach an. Lumpi Nächste Frage, bitte. 57. 57. Welches war dein bestes Schulfach, welches dein schlechtestes? Mein bestes Schulfach war Englisch und Deutsch. Mein schlechtestes war Physik und Chemie. Nein. Bitte? Ich muss dir eine wahnsinnig lustige Geschichte erzählen. Ganz kurz. Oh mein Gott, wir haben gar keine Zeit, aber ich bin ja in Vorbereitung für die Sendung gleich. Ja? Und das geht ja da richtig heiß her. Ich bin seit einer Woche, bin ich echt, mein Kopf raucht und ich weiß viele Sachen, aber ich muss mich natürlich auch vorbereiten. Weißt du, dass man Ja. live und ich habe eine Meinung und ich habe auch eine Stimme, aber mit Meinung kann man ja auch anecken. Weißt du, so. Ja? Ja. Trotzdem habe ich meine Meinung und ich vertrete auch meine Meinung und dann musste ich ein paar Sachen ausrechnen, weil ich ausrechnen wollte, das geht auch um Geld heute Abend, also in der Sendung und so, und weil ich mich auch so ärgere. Und dann habe ich ausrechnen, da habe ich meinen Mathelehrer angerufen, heute Abend, weil ich es nicht hingekriegt habe. Quatsch. Pass auf, ich habe meinen Mathelehrer angerufen, meinen alten Mathelehrer, und habe gesagt, okay, wie viel, ich werde das nachher sagen, ich sage euch das jetzt hier. Also 1 Million, man kann sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen, 1 Million, ja. Wenn du das jetzt in Sekunden umrechnen würdest, wie viele Sekunden, damit man sich mal Geld vorstellen kann, wie viele Sekunden sind 1 Million? Ja, das sind 11 Tage. Das sind 11 Tage. 1 Million sind 11 Tage, also 11 Sekunden, also 1 Million Sekunden sind 11 Tage. Eine Milliarde sind 32 Jahre. Nein. So. So. Und das nur Eieiei. mal, verstehst du? Spannend. Ja, 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 Nur ja, mal, ja, ja. und dann hab ich dem geschrieben, weil ich das nicht ausrechnen konnte. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, also 1 Million sind 11 Tage und 1 Milliarde wäre 1 Jahr und 32. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, Leistung Mathe, ne? Ne? So, ich habe ja kein Abi, aber der hat Abitur auch unterrichtet. Und ich sage, ganz kurz, aber das kann, doch, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, also, ne? Und dann habe ich gesagt, also wenn ich aber jetzt rechnen würde, nur rechnen würde, 10 mal 11, bin ich ja schon bei 101 und ein Jahr hat ja nur 365 Tage. Das heißt, es kann ja nicht stimmen. Und dann lachte er total und sagte, so, die 1 hast du gut geschrieben, ich rechne noch mal. Ach, das ist ja süß. So, gut, Ist ja Mina, süß. weiter, nächste Frage. Schatz, nächste Frage. 60. 60. Welche Tätigkeit im Haushalt nervt dich am meisten? Ich mag Küche putzen, leider. Leider ganz wichtig. Aber ich mag Küche putzen. Ich wasche gern Wäsche, finde ich super, da bin ich Expertin. Ja. Also so. Und Bad sauber machen sie auch. Okay, aber Küche sauber, ich Ja, weiß auch. Küche Nicht. putzen ist ja auch so wahnsinnig Sisyphusartig, muss man Boah, sagen. mein Mann ist da richtig gut. Ja? Ja, dann soll er das doch machen. Ist doch schön, haben Macht wir er dann eine das? schöne Nee, der macht Aufteilung. das. Der Das macht ist das. gut so. Ja. Ja, Ich du machst einfach weiter, du machst einfach mache weiter andere und du Sachen. kannst das nicht. Du sagst, du kannst das nicht. Du lernst das auch nicht mehr in diesem Leben. Ist doch gut, dass er das kann und er macht das so toll und das ist so toll, auch dass ein Mann das so macht und wie er das macht. Und ich werde Das ihn ist auch richtig. loben. Wenn ich ihn treffe, werde ich Bitte. sagen, werde ich Bitte. sagen, werde ich sagen, hör mal, ich habe gehört, du machst immer die Küche. Und das finde ich ja so toll, wenn der Karl das jetzt hört, der macht auch immer die Küche. So, Liebelein, eine von sechs. Mach die schnell, die intime Frage, wir haben 1 Minute. Hase. 76. Nein, Achso, intim jetzt ist sind wir 1 schon bei bis dir? Haben wir 16. schon. Okay, warte mal. Was? 1 5. bis 16. 5. 5.
Ach nee, 5 ist doof. Mach mal eine andere. 4. 4. Oh Gott, ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Mina, es tut mir wahnsinnig leid. Es ist 45. Ich kann dir die intime Frage nicht stellen, weil darüber müssten wir jetzt wirklich, wirklich lange reden. Machen wir irgendwann anders. Das weil die intime Frage, die behalten wir uns auf. Frage 4, merkt euch das. Mina Tanda wird Frage 4 am Ende dieses Jahres, weil ich habe die Liste ja verändert und Frage 4, die ist wirklich heiß. Und da hätte ich jetzt Angst und dann würde das den ganzen Abend sprengen. Schatz, du gehst jetzt ins Bett, du trinkst jetzt ganz viel Tee. Danke. Ja, halt den Mann vom Putzen ab, der hat auch Corona, der soll sich hinlegen. Ne? Ich habe dich schon total lieb, Tandalein. Ich dich auch. We keep in touch and contact. Eine tolle Sendung. Du machst das. Guck rein. Du bist doch krank im Bett. Du schaltest jetzt einfach RTL ein. Okay. Tschüss, Hase. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Oh Gott. Ich war schon vor Jahren so verliebt in die. Die ist so toll. Ihr Lieben, es tut mir total leid. Nochmal zur Erklärung, warum es das Stillehörtchen heute früher gab. Weil ich jetzt eigentlich in 30 Minuten vor der Tür füllt sich da alles. Es ist wahnsinnig laut. Ich muss verkabelt werden. Ich muss in die Hose. Ich muss in die Bluse. Ich muss den Faszinator absetzen. Ich kriege total Ärger. Bitte, bitte, bitte schaut bei RTL. Bitte schreibt mir, wie ihr das findet. Drückt mir die Daumen, dass ich mir nicht um Kopf und Kragen rede. Ihr wisst, das tue ich manchmal. Ja, und wenn die Pferde mit mir durchgehen und ich kann ja dann auch, habe ja auch viel zu sagen und sage ja auch gerne was. Ne? Jetzt würde mein Mann schon wieder sagen, Uli, ruhig. Aber der, so, egal. Ich, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nächsten Sonntag live, Viertel nach 10. Und das war es leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit. Kann ich abziehen, bis es gibt kein Klo. Wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Uli Stillmärchen.